Ja, willkommen zurück zu Euro Truck Simulator 1 zum 12. Teil. Ja, wir fahren heute nach England, nach Nesquik und Joghurt mit der B-Klasse. Weil ich ja unbedingt die B-Klasse haben muss. Wegen den Sternen. Also wenn ich erstmal Richtung München fahre, dann Richtung Paris und dann Richtung Nesquik. Ich belasse das heute einfach bei dieser Einfahrt. In der nächsten Folge sehen wir dann, wie ich dann von Nesquik da nach Rom fahre. Jetzt werden es wieder längere Folgen. Weil es im Moment auch nur eine Fahrt war. So, Joghurt habe ich dran. Komme ich jetzt hier raus? Einfach nach links. Dann Richtung München, Richtung Paris, dann Richtung KfW. Ich habe gerade aber echt Probleme bei der Beschleunigung. Vielleicht ist das aber auch von Vorteil. Brauche ich nicht so viele Unfälle. Ich muss auch heile Frachten noch bringen. Ich muss 11 Fahrten noch auf jeden Fall machen mit heiler Fracht an, von A nach B bringen. Da werde ich dann irgendwann mal kurze Strecken benutzen. Wenn ich mal so weit bin. Da wird die Ampel wieder rot. Ich glaub's nicht. Hier gibt's bei Euro Truck Simulator 1 noch immer kein Navi. Bei 2 gibt's schon ein Navi. Aber bei 1 nicht. Da muss man noch selber gucken, wie man von A nach B kommt. Amsterdam wäre schon mal falsch. Ich fahre jetzt einfach mal Richtung Frankfurt. Ich dachte, München wäre hier schon ausgeschildert. Wir könnten das aber auch so machen, dass ich in der nächsten Folge erstmal bis nach Rom fahre, von Rom dann nach Warschau und dann wieder nach Nesquik.
dass ich die drei Städte immer dann anfahre. Das überlege ich mir einfach nochmal. Ach, oh, ich hatte das Licht an. Sollte mal tanken irgendwann, ne? So, ne, ich habe die Karre ja neu gekauft. Vierhundert Kilometer bis zum Ziel. Ah, ne, bis ich tanken muss. Okay. Oh, ich kippe. Ich bin eigentlich auf die Seite. Ich bin fast umgekippt mit dem Wagen hier. Merkt man schon, dass das keine A-Klasse ist. Hält einfach nicht so viel aus wie die anderen, wie die A-Klasse.
fahre hier nur mit 90. Prag, München. Ja, ich muss jetzt einmal reinschauen. Ich war ein bisschen verwirrt jetzt. Ja. Ja, ich muss jetzt schon wieder Kilometer machen. Das ist ja so eine Sache.
nochmal auf die Karte. Hier muss ich runter. Dann muss ich Richtung Frankfurt. Boah, Leute. Das ist so verwirrend. Ich mich doch von Anfang an nach Richtung Frankfurt, dann wäre ich dann hier runtergefahren. Ja, das wäre ein kleiner Umweg gewesen. Also ist schon richtig viel Fahrt. Ja, die nächsten Folgen werden nicht so kompliziert. Ich habe keinen Bock, der hinterher zu kommen. Zieht auch voll die Folgen in die Länge. Das Ganze hinterher zu kommen. Ist doch Paris irgendwann auftauchen hier. Mal gucken, was die Karre drauf hat. Ja, 20. Was 130. Okay. Muss hier aber ein bisschen vom Gas jetzt runtergehen. Schaffe ich sonst die Kurve nämlich. Wie bei 100.
Ich kippe hier schon wieder fast. Diesen scharfen Kurven hier echt. Jetzt aber hier nochmal runter auf 80. Das hat hier keinen Sinn. Da steht Paris dran. Ich bin jetzt 400 Kilometer gefahren. Ich hier schon weiter mit 90 aus der Kurve. Das hat also keinen Sinn, hier so schnell zu fahren. Wenn die hier noch nicht mal 80 fahren, hier, macht das noch weniger Sinn. Amsterdam, Frankfurt, Paris, Bern. Angst hatte ich, eine Karre da hinten einfach. Ich sehe auf der mittleren Spur da. Schon mit 80 habe ich jetzt. Verursache hier einen Stau oder was? Shit. Auch eine geile Ansicht. Aber ich habe den Stau verursacht, ja. Toll. 80 gefahren.
Wie dann war? Gott, wir haben so viel Zeit über. Ich habe schon wieder Probleme mit Ringer zu fahren. Ich muss echt wieder auf 80 runter. Bis 90 erlaubt. Soll ich denn mit 90 hier durchfahren? Und nicht mit dem Auto auf jeden Fall. Muss ich mal gucken, ob das ausgeschildert ist, sonst muss ich andauernd auf die Karte gucken. Wir wollen mal ruhig schlafen in einem Schiff. Ich halte mich mal jetzt einfach mal an die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ich stand ja 90 dran. In England wollte ich das eh machen, mich an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten. Weil sonst. Da schrotte ich immer meine Karren. Das will ich nicht. Wie jetzt fragt der Alter, der ihn bringt. Ja, 600 Kilometer bin ich jetzt gefahren. Es wird Tag. Licht kann ich ausmachen. Halte ich mich jetzt ab sofort an die restliche Folge, halte ich mich jetzt mal an die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ich habe es jetzt mal einfach so entschieden. Da war gerade ein Schild mit 90, also fahre ich jetzt auch ein bisschen weniger als 90, aber knapp 90. Weil ich wahrscheinlich gerade bergauf war. Sind die Strecke noch echt. Zieht sich aber, ne?
Die werden auf der rechten Spur zu langsam. Die Kurve war schon wieder knapp an sich. Mal so dreist und nutzt einfach mal zwei Spuren. Der ist nicht ausgeschildert. Müsste doch jetzt ein Schild kommen, nach rechts ab. Ich vertraue der Strafe. Oh, ein- und ausfahrten nur mit 50. Das weiß ich aus Erfahrung. Mir tut der Knie schon der weh und die Kamera ist schon verrutscht, ne? Keiner sagt mir was. War so konzentriert auf das Spiel. Ist nicht ausgeschildert. Muss ich aber trotzdem rechts runter. Ist nicht ausgeschaltet. Das ist doch krass. Wäre so ein Problem gewesen, da mal ein Schild hinzubauen. Hier rechts zum Hafen. Da hier kein Schild ist, denke ich mal, dass ich 90 fahren darf. Ach shit.
Ja, London. Calais. London, Calais. Wir sind Calais. Calais gibt's hier nicht. Wo ist Calais hier das, mit dem Schiff? Da bin ich eigentlich zu weit gefahren? Nee. Ja, ah, wenn ich hier drauf hüpfe. Ich habe hier noch immer keine Schilder gesehen. Wo ist denn da Denver auf der Karte oder Calais? Gibt's nicht auf der Karte. Denver ist doch in der USA, oder nicht? Ey, da finde ich hier noch Bugs in dem Spiel. Ja, du kannst auf links pennen, auf dem Schiff.
ist doch kein Dämpfer. Dober. Over. Über. Aha, Kallias heißt er mir, heißt der Schiff. Was heißt Denver? Dover ist verschwunden, aber Kallias heißt er, ist der Schifftransport. Da ist rot. Nein, habe ich die Karre geschrottet. Bitte, ich habe jetzt einen scheiß kleinen Kratzer. Hat schon gequietscht, ey. Wäre jetzt mies echt.
In eineinhalb Stunden, zwei Stunden vielleicht, jetzt mehr geschlafen als in den acht Stunden, die er sonst schläft. Genau, aber ehrlich gesagt, genauso viel. Also hier ist jetzt Linksverkehr, ne? Nein! Was kratzt denn da? Jedes Mal das gleiche. Ist der Hänger zu tief oder was? Weiß gar nicht, wo lang. Ja, es ist aber bei Eurotruck Simulator 2 ein bisschen mehr ausgedehnter hier. Ja, fahr ich doch links raus. Ist doch kürzer. Besser als wenn ich da einmal so eine Schleife fahre. Hier ist Linksverkehr. Linksverkehr. Ich sehe hier gar nichts, ey. Hier ist 60 erlaubt. Ich wollte mich ja jetzt mal an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten, weil ich ja mein Auto und den Anhänger nicht kaputt machen will. Ich kann hier natürlich schneller fahren als der vor mir. Nur 50. Ah, Dover heißt das auch jetzt in dieser Anliegedings Manchester. Wollte ich jetzt nach Manchester? Ja, nach links. Thank you.
aber schon wieder viel zu schnell hier. Und das finde ich ja an England so cool, dass die für jede Bahn hier zum Beispiel eine Richtung kam. Nicht wie in Deutschland, dass man einfach ganz links überholen kann, das sind die Überholungsstrecken. Nein, hier fährst du ganz rechts, wenn du nach Manchester willst. Nach Denver, nicht Denver. Nach London fährst du in der Mitte und so weiter und so fort. Ne? Zu den Doktor, zu dem Schiffshafen da, da fährst du ganz links. Dass das schön eingeteilt ist. Dass man sich da richtig einordnen muss. Dass sie nicht alle Strecken gleichzeitig irgendwie behindern. Nein! Ich hoffe, war kein Kratzer. Oh Mann. Das letzte Schild war 60. Ich fahre ganz seit 60. Ich werde mich auch mal jetzt an den Schildern hier halten. Mal interessant, auf welche Spuren die mich packen. Hier sehen wir halt wieder London auf der linken Spur, Manchester mittlere Spur und Newcastle. Newcastle, da will ich da hin. Ich muss ja auf die rechte Spur. Ja, ich hab dich abgedrängt, ich weiß. So laut ich den Plan da verstehe. Das Tempo ist ein bisschen lahmarsch. Fahren wir mal ein Schneckentempo weiter, bevor wir in Holland hier. Ja, selbst die Holländer sind schon da. Einzige Schild, das ich gesehen habe. 60er Schild.
Und weiterhin auf der rechten Spur. Habe ich ein Schild übersehen oder so? Nein! Ich war schon wieder auf zwei Spuren. Und ich weiß nicht, warum der Typ immer so Nachtfahrten nimmt. Das meiste, was ich hier fahre, ist Nachtfahrten. So, jetzt kann ich auf die linke Spur wechseln. Ich hab verstanden, ja. Ja. Auf die mittlere. Hab ich falsch verstanden, auf die mittlere. Ja, nächsten Tankstelle werde ich tanken, bevor er mich hier schon lang wieder nervt. Jetzt kann ich auf die linke Spur. Was mich nur noch mal interessieren würde, kann man eigentlich auch eigene Strecken hier noch einbauen in der Karte? So, zum Beispiel, wenn ich da jetzt eine neue Stadt reinpacken will, zum Beispiel Castrop Rauxel jetzt. Einfach mal so in Nordrhein-Westfalen reinpacken. Würde das funktionieren?
wenn, was bräuchte ich für Programme? Und wird das dann auch wirklich im Spiel drin sein? Wenn ihr das mal wisst, wenn ihr da vielleicht mal eine Idee habt, könnt ihr mir mal ja unten reinschreiben. Im Moment schauen ja eh nur so sechs Leute meine Euro-Truck-Simulatoren. Meine Truck-Simulatoren überhaupt. Ich habe auf jeden Fall nur 6 Aufrufe, jedes Mal. Aber ist mir nicht egal. Ist mir nicht egal, nein. Aber ich kann damit leben. Also, ich mache jetzt schon den YouTube-Kanal, den ich jetzt habe. Das ist ja mein zweiter. Den mache ich jetzt schon seit fast 2 Jahren. Ja, 1,5 Jahre, ne? Ja, 1,5 Jahre mache ich den jetzt. Ein bisschen länger. Und ich habe einfach gemerkt, mein erster Kanal wurde ja geschlossen, weil ich da Harry Potter reingepackt habe. Die Filme im Hintergrund zum Hörspiel. Und ja, da haben sie ja meinen Kanal geschlossen. Und da habe ich ganz schnell gemerkt, packe ich sowas rein, was die Leute tatsächlich interessiert, was aber hier verboten ist, kriege ich ganz schnell Abonnenten. Ja, und da die Regeln hier immer strenger werden bei YouTube, ja, darf man sich immer weniger erlauben. Die Tankstelle fahre ich jetzt mal rein. Ja, mir ist das auf jeden Fall immer aufgefallen. Ich war ja so derbe frustriert. Dass mein erster Kanal geschlossen wurde. Ich habe ja alles versucht, den wieder aufzukriegen. Also, ich habe da E-Mails geschrieben zu YouTube und ich habe da nur automatische Antworten bekommen. Habe ich eine Antwort bekommen, ja, wenn ihr Google-Konto geschlossen ist, machen sie sich einen neuen Google-Konto. Ja, ich habe gedacht, ich habe denen zurückgeschrieben, nein, mein Google-Konto funktioniert noch, mein YouTube-Kanal wurde geschlossen. Und dann, ja, ich habe es nicht aufgekriegt, ja. Da sind noch Maschinen dahinter, die werden programmiert. Ich werde hier auch mal schlafen gehen. Ich habe keinen Bock mehr in der Nacht zu fahren. Da wird irgendwie nur noch programmiert alles. Mit Algorithmen und so weiter und so fort. Ja, und wenn irgendwas nicht passt bei irgendeinem Video. Dann kriegt man noch nicht mal mehr eine Abmahnung. Und das Video ist mal gesperrt. Und ja. Nee, im schlimmsten Fall wird dann das Konto auch gesperrt. Und das ist frustrierend. Dann war ich so frustriert auf jeden Fall, dass ich diesen Kanal hier angefangen habe. Und, anfangs nur noch besoffen Videos gemacht habe, sturzbesoffen. Das kam glaube ich auch nicht gut an. Ja, auf jeden Fall habe ich hier nur 22 Abonnenten. Und auf meinem alten Kanal, da hatte ich schon ein bisschen mehr, also 50 hatte ich da schon. Mein alter Kanal, der lief ja nur ein Jahr. Also
Also es ist richtig anstrengend, überhaupt Abonnenten zu bekommen. Weil das, was die Leute sehen wollen, dass sie ihn nicht reinpacken. Ich dachte nur mal, ich mache mal was Kreatives, mache mal so ein Hörbuch und pack da halt dann einfach Bilder also Filme rein, aber da sollte man vielleicht nicht machen. Gehst ja wieder nach Manchester. Nein, muss auf die mittlere Spur. Wäre beinahe jetzt ein Unfall gewesen. Entweder habe ich das Schild da falsch verstanden oder so, weil ich habe bisher nur ein Schild gesehen und da war 60 drauf. Aber ich habe auch Angst, hier jetzt Unfälle zu bauen oder sonst was. Weil die fahren hier alles schneller. Ich fahre jetzt auch mal 90. Das kommt mir schon ein bisschen zu langsam vor hier. Und das ist es. Und da habe ich einen Unfall gebaut. Und direkt meine Fracht zerstört. Deswegen bin ich die ganze Zeit 60 gefahren. Verflucht. Mann, lief doch so gut. Ja, die 12 Fahrten da, die werde ich dann wahrscheinlich auf kurze Strecken machen, wo nicht viel passieren kann. Im Moment will ich ja nur Kilometer machen. Da jetzt die Fracht eh beschädigt ist, also ist das jetzt auch egal, jetzt kann ich auch Gas geben. Ich habe auf meinem ersten Kanal auch Castrop-Videos gezeigt und sind ja auch noch nicht mal gut angekommen. Hab die Bibel vorgelesen, ist auch nicht gut angekommen. Hier sind dann irgendwann die Einfälle rausgegangen. Ich habe gesagt, ja, mach jetzt mal nur Let's Plays. Soll hier mal das, was ich auf dem PC habe. Ja, jetzt habe ich auf jeden Fall vor, Euro Truck Simulator 1 hier zu Ende zu spielen, dann Rollercoaster, dann eventuell nochmal German Truck Simulator zu Ende zu spielen. Ich glaube, da gibt es auch ein Ende. Simulator 2, da gibt es kein Ende.
kann da immer weitermachen, immer weitermachen. Das ist da ein Endlosprogramm. Eigentlich mag ich keine Endlosprogramme. Aber Spiele. Nervgasse, jetzt ist hier. Da fahren wir doch hier raus dann. Wieso? Ah. Ja, jetzt fahre ich außen. Halb so schlimm. So locker 1500 Kilometer jetzt gemacht, wenn ich angekommen bin. km/h. Und fährt hier keiner 60? Das ist aber, glaube ich, heute, für heute der letzte Clip, den ich mache. Mir fehlt heute ein bisschen die Geduld. Thank you.
ist aber auch heftig, die ganze Strecke 60 zu fahren, nicht? In London, sag ich, in England, war nicht. Dreißig erlaubt. Alter, ihr wollt mich doch verarschen. Du kannst hier doch nicht mit 30. Doch deren Ernst, 30 hier durchzukommen. Ich sehe mich da gar nicht so gut, verdammt. Ja, kleinen Schaden hatte ich. So, ihr kriegt keine neue Ware. Links. Was ruft ihr mich denn immer an? Ihr müsst ihr doch schon mal sein, ne? Ja. Ach, der scheiß Bügel aus. So, einmal nach London, bitte.
Nie nach London, nach Rom. Hier mit Benzin nach Rom. So, und dann schauen wir mal rein in die Karriere. Das war jetzt der 12. Teil, ne? Ja, wir haben gerade mal 3.373. Ja, es könnte alles ein bisschen länger dauern. Im nächsten Teil fahre ich auf jeden Fall erstmal bis nach Rom. Ja, und im übernächsten Teil muss ich mich dann, wird der Clip wahrscheinlich wieder länger sein. Aber dann muss ich mich hier voll reinhängen. 25 Teile wird das insgesamt haben. Okay, ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal, ne? Falls euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben. Und wenn ihr mehr Videos von mir sehen wollt, könnt ihr mich auch gerne kostenlos abonnieren. Danke fürs Zuschauen.